Ja, umstritten und keine eindeutige Rechtslage. Es ist ja sozusagen legal, oder da gibt es ja diese Orte, wo man hingehen kann und das dann in Anspruch nehmen kann. Also ich weiß, dass die aktive Sterbehilfe nicht erlaubt ist. Ich weiß, dass, ich glaube, die passive Sterbehilfe ist umstritten. Es ist erlaubt, wenn ein Sterbeprozess abzusehen ist. Sonst ist es nicht erlaubt. Man muss selten kämpfen, die Angehörigen und der Patient, wenn das noch kann. Es ist ja einfach ein ganz komisches Thema. Einfach Deutschland ist da irgendwie noch nicht so weit wie andere Länder. Ich weiß, dass es immer wieder ein brisantes Thema ist und dass auch keine passive Sterbehilfe mit erlaubt ist. Was Ärzte dürfen, ist, dass sie lebensrettende Maßnahmen nicht anwenden in bestimmten Fällen, wenn der Patient das vorher schon in der Patientenverfügung so beschlossen hat. Also bei passiver Sterbehilfe unterlässt man halt bestimmte Sachen, damit der Mensch langsam stirbt, wenn er meistens nicht mehr bei Bewusstsein ist. Und bei aktiver gibt man eine Substanz, damit er sterben kann. Aktiv ist, wäre zum Beispiel, wenn der Arzt Ihnen was gibt, dass Sie einnehmen, ganz bewusst, und dann fallen Sie rüber und sind im Himmel. Und passive ist, er sagt das nicht deutlich. Ne? Okay, ich weiß, dass da die Grenzen auch so ein bisschen verschwimmen. Dass der Arzt den Patienten aktiv, also er selber, ihnen halt sozusagen ein Mittel verabreicht, damit durch das er stirbt. Und die passive ist, dass ein Mittel bereitgestellt wird, was der Patient aber selber nehmen muss. Aktive Sterbehilfe ist, wenn ich den Menschen zum Beispiel eine Spritze setze oder die Medikamente in den Mund direkt geben würde. Und passive ist, wenn ich das Medikament verschreibe und die Person das noch eigenständig einnimmt. Also für mich ist aktive Sterbebegleitung was anderes. Das ist nämlich, wenn Leute dabei sind beim Sterben und einem helfen bei diesem Prozess, dass da Schmerzlinderung gibt. Das ist das, was in Hospizen passiert, was es sonst ja irgendwie an Möglichkeiten in der Palliativmedizin gibt. Das sind halt immer so Grenzfälle. Also ich bin dafür, ich finde, jeder Mensch sollte gefragt werden, was er in bestimmten Umständen machen würde. Leute, die es machen wollen, machen es ohnehin. Und wenn es ihnen in Deutschland nicht gelingt und sie das notwendige Geld haben, gehen sie ins Ausland. Ich glaube, das ist ein Recht von einer Person, das Entscheidung zu treffen. Ich halte nichts davon, dass wir selber aktiv darüber entscheiden und die Möglichkeit dazu haben, quasi wie einen Knopf zu drücken und sagen, jetzt ist Schluss. Es sollte jedem überlassen sein, aber die passive Sterbehilfe ist ja erlaubt. Und wenn man dann wirklich so schwere Qualen hat, dass man wirklich sterben will, dann sollte man diese für sich beanspruchen und nicht die aktive. Da bin ich so ein bisschen ambivalent, das kommt ganz drauf an, aber in der Regel schon dafür. Wenn man eine Angehörige sieht, die eine 90-jährige Oma am Start haben und die ist einfach komplett kaputt, die dann noch Reha wollen, die noch einen Herzschrittmacher wollen, die sie quasi einfach nur noch, obwohl sie am Ende ist und einfach nicht mehr möchte, trotzdem noch weiter am Leben lassen, weil sie sich nicht trennen können, denke ich halt immer schon, wo soll das hinführen? Dass so die Illusion gibt, dass alles machbar ist in unserem Leben und auch der Tod sei machbar, plus noch, dass das auch einen gewissen sozialen Druck ausüben kann auf Leute. Entscheide dich doch mal dafür zu sterben, dann fällst du der Gesellschaft oder deinen Verwandten oder sonst denen nicht zur Last. Und das finde ich nicht gut. Ich glaube einfach, dass jeder Mensch das selbst entscheiden können muss. Für mich ist ein Widerspruch, wenn Leute jetzt kommen, Gott hat uns das Leben geschenkt, nur er kann es uns nehmen. Was schwerer wiegt, die Freiheit zu entscheiden? Ich glaube, das kann man erst dann beantworten, wenn man in so einer Person drinsteckt oder als Angehöriger damit drin ist. Also ich würde nicht Sterbehilfe beanspruchen. Also erst war ich dafür, aber dann im Nachhinein dann gegen, weil mir klar geworden ist, wenn die aktive Sterbehilfe erlaubt werden würde, dann würde das so zu einer, also dann würde es mehr ums das Geld geben und dann würden es Firmen geben, die halt sich darum kümmern, dass Menschen sterben oder so. Das ist halt nicht gut. Ja, ich weiß ja, wie das ist. Ich habe eine Patientenverfügung, die mich gar nicht erst dahin kommen lässt, dass ich nicht mehr entscheiden kann. Ab 80 ist für mich so ein Cut, wo ich sage, da dürfen Leute auch einfach sterben und auch glücklich sterben, ohne irgendwie viel Tara. Und wenn ich das entschieden hätte, als noch bei vollem Bewusstsein, dass ich das möchte, dann würde ich mir auch wünschen, dass Menschen mir dabei helfen, zu sterben. Und ich glaube, es ist halt immer sehr schwierig, wenn man mit den Menschen nicht mehr sprechen kann und nicht
weiß, was sein Wunsch gewesen wäre. Vielleicht würde ich es dann auf eine quasi nicht sanktionierte Art und Weise tun. Und dann ist es aber wirklich meine freie Entscheidung und das findet keiner gut, aber ich will das dann so und das ist dann kein irgendwie Druck oder Erwartung von anderen.